Hallo, der Matthias ist hier. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast bei meinem neuen Video. Wie du sehen kannst, bin ich wieder einmal unterwegs hier. Diesmal auf den Philippinen in Cebu. Hier haben wir die Flagge von den Philippinen und dort das Radisson Blu Hotel. Da halte ich mich zurzeit gerade auf. Ich nehme dich jetzt mal mit auf einen kleinen Rundgang durch das Hotel. Wir schauen uns ein bisschen die Anlage an. Ich werde dir den Poolbereich zeigen und das Restaurant. Und ich hoffe, dass dir das Video gefällt. Falls ja, weißt du ja Bescheid, wie immer. Lass mir ruhig einen Daumen nach oben da, schreib einen schönen kleinen Kommentar. Abonnieren, die Glocke drücken, ganz neu jetzt natürlich auch die Kanalmitgliedschaft kannst du abschließen, wenn du möchtest. Dann bekommst du Videos zu sehen, die nur den Kanalmitgliedern vorbehalten sind. Okay, ja, und dann nehme ich dich jetzt mal mit auf einen kleinen Trip hier durch das Radisson Blu Hotel. Hier haben wir den Entry, den Eingangsbereich vom Radisson Blu Hotel. Da wirst du dann erstmal gecheckt, musst deine Hände desinfizieren. Machen wir jetzt gerade mal YouTuber. So, gehen wir ja durch die Schranke. Thank you, sir. Und dann sind wir hier direkt im Eingangsbereich. Wenn man hier Weihnachten herkommt, dann steht hier auch so ein schöner großer Weihnachtsbaum aufgestellt mit Lichtern. Das ist immer ein schöner Anblick. Viele Hochzeiten finden hier auch statt, wo sich natürlich die Location gut nutzen lässt, um Fotos zu machen mit der Braut und Bräutigam. Okay. Und dann gehen wir jetzt mal hier in den Frühstücksbereich. Ja, Soup. So, dann wähle ich mir meine Zutaten hier aus. Suppe geht es jetzt wieder zurück zu unserem Platz. Hallo! Egg Benedict. Sehr lecker. Egg Benedict. Und Hash Brownies. Hash Brownies. Ein bisschen Soße dazu. Sweet and Sour. Thank you. Thank you. Zum Schluss noch den Saft. Schildert Mango. Einmal den Saft. Und dann bin ich auch komplett. Okay.
mit diesen Eindrücken hier aus dem Frühstücksraum vom Radisson Blue Hotel möchte ich mich jetzt dann auch von dir verabschieden. Ich bedanke mich, dass du das Video wieder bis zum Schluss geschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da, schreib einen schönen kleinen Kommentar. Abonnieren, die Glocke drücken. Du kannst jetzt natürlich auch Mitglied in meinem Kanal werden. Ja, und dann bleibt mir nur dir wie immer zu wünschen, hab viel Spaß, unternehm was Schönes, so wie wir hier heute im Radisson Blue. Und wir sehen uns dann schon bald in meinem nächsten Video. Also mach's gut und bis dann, dein Matthias.